Der Großinquisitor von Fjodor Dostojewski. Augenblicklich neigen sich vor dem greisen Inquisitor einmütig die Köpfe bis auf die Erde. Er erteilt dem Volk schweigend den Segen und schreitet weiter. Die Wachen führen den Gefangenen in ein enges, düsteres Gewölbe, ein Verlies in dem uralten Sitz des heiligen Tribunals, und schließen ihn dort ein. Der Tag vergeht. Die Nacht, die dunkle, heiße sevillanische Nacht, ohne einen einzigen Hauch, bricht an. Die Luft ist voll des Dufts von Lorbeer und Zitrone. In der tiefen Dunkelheit öffnet sich plötzlich die eiserne Tür des Verlieses, und der greise Großinquisitor selbst betritt langsam, ein Licht in der Hand, das Verlies. Er ist allein. Die Tür hinter ihm wird sofort abgeschlossen. Er bleibt am Eingang stehen und sieht ihm lange, eine Minute oder auch zwei, ins Antlitz. Endlich nähert er sich ihm, langsam stellt das Licht auf den Tisch und sagt: Bist du es, du? Aber dann, da eine Antwort ausbleibt, fügt er schnell hinzu: Antworte nicht, schweige. Und was könntest du auch sagen? Ich weiß nur zu gut, was du sagen würdest. Du hast ja auch nicht das Recht, dem etwas hinzuzufügen, was du bereits früher gesagt hast. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist gekommen, uns zu stören, und du weißt es selbst. Weißt du aber auch, was morgen geschehen wird? Ich weiß nicht, wer du bist, und ich will nicht wissen, bist du es selbst oder nur sein Ebenbild? Aber morgen werde ich das Urteil über dich sprechen und dich als den schlimmsten aller Heretiker auf dem Scheiterhaufen verbrennen und dasselbe Volk, das dir heute die Füße küsste, wird morgen auf meinen Wink die Kohlenglut deines Scheiterhaufens schüren. Weißt du das? Ja, vielleicht weißt du es, fügte er hinzu, ohne auch nur für einen Moment den Blick von seinem Gefangenen abzuwenden. Ich verstehe nicht ganz, Iwan, was das bedeutet, sagte Aljoscha lächelnd, der die ganze Zeit schweigend zugehört hatte. Ist das einfach die ausufernde Fantasie oder das Versehen eines Greises, ein ganz unmögliches Quid pro Quo? Meinetwegen das Letztere, Iwan lachte. Wenn dich der zeitgenössische Realismus schon so verdorben hat, dass du etwas Fantastisches einfach nicht mehr vertragen kannst, wenn du willst ein Quid pro Quo, bitteschön, es ist ja wahr. Er lachte wieder. Der Alte ist bereits 90, er hätte schon längst über seinen Ideen den Verstand verlieren können. Der Gefangene könnte ihn auch durch sein Äußeres tief beeindruckt haben. Und schließlich könnte es auch die Vision vor dem Tode, das Delirium eines 90-jährigen Greises gewesen sein, der noch dazu von dem gestrigen Autodafé der 100 verbrannten Heretiker erhitzt ist. Aber ist es uns beiden nicht ganz gleichgültig, ob es sich um ein Qui pro Quo oder eine ausufernde Fantasie handelt? Hier geht es nur darum, dass der Greis sich aussprechen muss, dass er endlich nach 90 Jahren sich ausspricht und laut davon redet, wovon er 90 Jahre lang geschwiegen hat. Und sein Gefangener schweigt auch? Er sieht ihn an und sagt kein Wort? So muss es sogar sein, in jedem Fall. Iwan lachte schon wieder. Der Greis selbst macht ihn darauf aufmerksam, dass er gar nicht das Recht habe, dem schon einmal Gesagten etwas hinzuzufügen. Wenn du so willst, ist eben das der allerwichtigste Zug des römischen Katholizismus, wenigstens meiner Meinung nach. Alles, sagt er, hast du dem Papst übergeben. Folglich liegt jetzt alles beim Papst. Du brauchst jetzt gar nicht mehr zu kommen, uns wenigstens vor der Zeit nicht zu stören.
In diesem Sinne wird bei ihnen nicht nur gesprochen, sondern auch geschrieben, zumindest von den Jesuiten. Ich habe das bei ihren Theologen gelesen. Hast du das Recht, uns auch nur ein einziges von den Geheimnissen jeder Welt, aus der du kommst, zu offenbaren? Fragt ihn mein Greis und antwortet statt seiner: Nein, du hast es nicht, damit du dem bereits früher Gesagten nichts hinzufügst und den Menschen die Freiheit, woran dir damals, als du auf Erden weiltest, so viel lag, nicht nimmst. Alles, was du von Neuem offenbaren würdest, müsste die Freiheit des Glaubens der Menschen beeinträchtigen, denn es würde ihnen als Wunder erscheinen. Die Freiheit ihres Glaubens aber war dir schon damals, vor anderthalb Jahrtausenden, das Allerteuerste. Warst nicht du es, der damals so oft wiederholte: Ich will euch frei machen? Nun, vorhin hast du sie gesehen, diese freien Menschen, fügt plötzlich der Greis mit nachdenklichem Lächeln hinzu. Ja, dieses Werk kam uns teuer zu stehen, fährt er fort und sieht ihn streng an. Aber wir haben dieses Werk endlich in deinem Namen vollbracht. 15 Jahrhunderte lang haben wir uns mit dieser Freiheit geplagt, aber nun ist es vollbracht, und zwar vollbracht für alle Zeit. Du willst nicht glauben, dass es für alle Zeit vollbracht ist? Du siehst mich sanftmütig an und würdigst mich nicht einmal deines Zorns. Aber du musst wissen, dass jetzt, gerade jetzt, diese Menschen mehr denn je von ihrer uneingeschränkten Freiheit überzeugt sind, während sie selbst ihre Freiheit uns dargebracht und unterwürfig zu Füßen gelegt haben. Wir sind es, die das erreicht haben. Aber ist es auch das, was du gewollt? Ist diese Freiheit dieselbe, die du gemeint hast? Ich verstehe schon wieder nicht, unterbrach ihn Aljoscha. Meint er das ironisch? Macht er sich über ihn lustig? Nicht im Mindesten. Er rechnet sich und den Seinen als hohes Verdienst an, dass sie endlich die Freiheit besiegt haben, und zwar, um die Menschen glücklich zu machen. Jetzt erst. Er meint natürlich die Inquisition. Ist es möglich geworden, an das Glück der Menschen zu denken. Der Mensch ist zum Rebellen geschaffen. Aber kann denn ein Rebell glücklich sein? Du wurdest gewarnt, fährt der Greis fort. Es fehlte dir nicht an Warnungen und Zeichen, aber du hörtest nicht auf die Warnungen. Du verschmähtest den einzigen Weg, auf dem man die Menschen glücklich machen kann. Aber glücklicherweise hast du, ehe du scheidest, dieses Werk uns überlassen. Du hast es uns zugesichert. Du hast es mit deinem Wort besiegelt. Du hast uns das Recht gegeben, zu binden und zu lösen. Und jetzt ist es unmöglich, auch nur daran zu denken, uns dieses Recht zu entziehen. Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Und was heißt das, es fehlte dir nicht an Warnungen und Zeichen? Fragte Aljoscha. Das ist ja das Wichtigste, was der Greis aussprechen muss. Der furchtbare und kluge Geist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins, fährt der Greis fort. Der große Geist sprach mit dir in der Wüste, und uns ist in den Büchern überliefert, er habe dich versucht. Trifft das wirklich zu? Wäre es möglich, jemals etwas zu sagen, das der reinen Wahrheit näher käme, als das, was er dir in den drei Fragen offenbarte und was du verwarfst und was in der Schrift Versuchung genannt wird? Wenn jemals auf Erden ein echtes Wunder, ein Blitz aus heiterem Himmel geschehen ist, so an jenem Tag, an dem Tag dieser drei Versuchungen. Dass diese drei Fragen gestellt wurden, das war ja das Wunder. Wenn es möglich wäre, sich vorzustellen,
als Experiment und Exempel, dass diese drei Fragen des furchtbaren Geistes spurlos aus den Schriften verschwunden wären, dass man sie restituieren, neu ausdenken und erfinden müsste, um sie wieder in die Schrift einzufügen und dazu alle Weisen dieser Erde, Regierende, Hohepriester, Gelehrte, Philosophen, Dichter, zusammenrufen und ihnen die Aufgabe stellen würde? Denkt euch drei Fragen aus, erfindet sie, die nicht nur dem Maßstab des Geschehens entsprechen, sondern darüber hinaus in drei Worten, in drei menschlichen Sätzen die gesamte künftige Geschichte der Welt und der Menschheit enthalten. Glaubst du, dass alle Gelehrsamkeit der Erde mit vereinten Kräften etwas erfinden könnte, das an Kraft und Tiefe sich mit diesen drei Fragen vergleichen ließe, die dir damals der großmächtige und kluge Geist in der Wüste wirklich gestellt hat? Allein an diesen drei Fragen, allein an dem Wunder ihres Erscheinens kann man erkennen, dass man es nicht mit einem menschlichen, zeitlichen, sondern mit einem überzeitlichen und absoluten Geist zu tun hat. Denn diese drei Fragen vereinen zum einen prophetischen Ganzen die gesamte künftige Geschichte der Menschheit und offenbaren die drei Bilder, in denen sich sämtliche unlösbaren historischen Widersprüche der menschlichen Natur auf der ganzen Welt konzentrieren. Damals war das noch nicht so deutlich zu erkennen, denn die Zukunft lag noch unverhüllt da, aber jetzt, nach 15 Jahrhunderten, erkennen wir, dass in diesen drei Fragen alles so genau vorausgesehen und vorausgesagt ist und sich so bewahrheitet hat, dass man ihnen nichts hinzufügen oder etwas weglassen kann. Entscheide selbst, wer damals recht hatte. Du oder der andere, der dich damals fragte. Erinnere dich der ersten Frage. Sie lautete, wenn nicht buchstäblich, so doch dem Sinne nach,